Team verliert erneut das Finale bei den ATP Finals. Rapid verpasst den Sprung in die Tabellenspitze und Miguel Oliveira holt sich seinen Heimsieg bei der MotoGP. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Dominic Thiem hat seinen zweiten großen Titel nach den US Open bei den ATP Finals verpasst. Der Weltranglistendritte hat gestern gegen den Russen Daniil Medvedev nach 2 Stunden und 42 Minuten mit 6:4, 6:7 und 4:6 verloren. Nach einem guten ersten Satz vergibt er im zweiten Satz gute Chancen für das entscheidende Break, um das Spiel für sich zu entscheiden. Der Niederösterreicher verliert damit das zweite Jahr in Folge das Endspiel bei den ATP Finals. Dominic Thiem kann sich trotz Platz 2 über 800 ATP-Zähler und 861.000 US-Dollar freuen. Auch Jürgen Melzer und sein Partner Eduard Roger Vasselin können das Finale bei den ATP-Finals nicht für sich entscheiden. Die Überraschungsfinalisten müssen sich gegen das niederländisch-kroatische Doppel Wesley Kohlhoff und Nikola Mektic nach 1 Stunde 16 Minuten mit 2:6, 6:3 und im Champions-Tiebreak mit 5:10 geschlagen geben. Damit wird leider nichts aus dem ersten Doppeltriumph beim Masters für einen Österreicher. Rapid schafft gestern in einem spektakulären Spiel nicht den Sprung an die Tabellenspitze. Nachdem Red Bull Salzburg am Samstag überraschenderweise 3:1 gegen Sturm Graz verliert, verlieren gestern auch die Hütteldorfer mit 4:3 gegen die SV Ried. Die Innviertler beeindrucken im Spiel mit einer starken Leistung und entscheiden nach zweimaligem Rückstand die Partie zu Hause für sich. Das entscheidende Tor für die Wikinger schießt in der 87. Minute Marco Grüll. Durch die Niederlage fallen die Grün-Weißen in der Tabelle hinter den LASK auf Platz 3 zurück. Die Bullen bleiben trotz verpatzter Champions-League-Generalprobe auf Platz 1 der Tabelle. Auch der zweite Wiener Verein konnte gestern nicht gewinnen. Die Austria ist in der Generali-Arena gegen St. Pölten nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Am Tabellenende schaut es für die Admira immer schlechter aus. Die Südstädter verlieren gegen WSG Tirol klar mit 3:0. Miguel Oliveira hat sich gestern bei der MotoGP seinen Heimsieg geholt. Damit hat auch der oberösterreichische Motorradhersteller KTM die WM-Saison mit einem Höhepunkt abgeschlossen. Der Portugiese feiert gestern beim letzten Grand Prix in Portimao seinen zweiten Saisonsieg. Für KTM ist es der dritte. Der Pilot des Tech3-Rennstalls, der 2021 ins KTM-Wex-Team wechselt, holt sich den ersten Platz vor Jack Miller und Franco Morbidelli. Er hat das Rennen von der Pole aus gestartet und war für die anderen Piloten unantastbar. Valentino Rossi beendet gestern sein letztes Rennen für das Yamaha-Werksteam auf Platz 12. Der Italiener wechselt in der kommenden Saison mit 41 Jahren zu Petronas. Überraschungsweltmeister Joan Mir qualifizierte sich als Drittletzter nur für den 20. Startplatz und fällt dann wegen Elektronikproblemen aus. Er hat sich glücklicherweise schon beim vorletzten Rennen in Valencia den Titel geholt. Nach dem spannenden letzten Rennen in Portimao kann man sagen, dass diese MotoGP-Saison nicht nur wegen Corona als eine ganz besondere in Erinnerung bleiben wird. Es gab in 14 Rennen 9 verschiedene Sieger. Die Slowakin Petra Vlhová gewinnt gestern auch den zweiten Damenslalom in Levi. Sie setzt sich mit 3 Zehntel vor der Schweizerin Michelle Gesin und 5 Zehntel vor der Österreicherin Katharina Linsberger durch. Hinter Linsberger ist die Schweizerin Wendy Holdener gelandet, die US-Amerikanerin Michaela Schifrin ist auf Platz 5 gefahren. Katharina Linsberger konnte sich als beste Österreicherin am Wochenende zweimal den dritten Platz sichern. Auch Katharina Truppe und Franziska Gritsch haben sich gestern in Levi, vor allem beim zweiten Durchgang, mit guten Leistungen gezeigt. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in die neue Woche und bis morgen im KRONE.at Sportstudio. Boom, 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 boom.